Ja, hallo, herzlich willkommen in meinen Kanal bei YouTube, AlexTTDeck. Lange ist es her, dass ich ein Video gemacht habe, ein längeres, so ein paar kurze sind immer mal zwischendurch geworden. Aber wie das mit der Zeit so ist, es gibt immer auch noch andere Dinge zu tun. Ich habe einen ICE ausbauen dürfen und habe die Chance genutzt und habe vorn und hinten jeweils einen Sounddecoder reingemacht von einem ESO Log Sound 5 Mikro und hinten einen ESO Log Sound 5 FX. Ja, ich möchte euch das alles hier mal zeigen. Es ist etwas lang geworden, deswegen habe ich mich entschieden, drei Teile zu machen. Der erste Teil ist etwas Fahrvideo, der zweite Teil ist der Umbau an sich und der dritte Teil ist etwas Programmierung. Der FX-Decoder ist ein Sounddecoder ohne Motoranschluss und kostet um die 70 Euro. Und wenn man jetzt einen normalen Blockpiloten reinbauen würde, der zwischen 35 oder um die 35 Euro kostet oder 40, dann hat man so eine Preisdifferenz zwischen 30 und 40 Euro, was man da mehr ausgibt und man hat hinten dafür noch einen Sound. Vorn und hinten Lautsprecher. Stereoklang, wenn man so will. Es ist schon was Besonderes, wenn der Zug vorbeifährt.
Ja, mit der SIFA-Zwangsbremsung endet der erste Teil und es folgt der zweite Teil.